Oh Gott, es ist der Teufel! What's better than a devil you don't know? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3, meine lieben Freunde. In der Goblin-Festung kämpfen wir gegen Boss Rexlin. Und wir haben hier gerade eine gute Position, hoffe ich zumindest, eine erhabene Position in der Dachpappe quasi. Schießen wir von oben runter und da ist auch dieses komische Alarmierungsauge. Da weiß ich gar nicht, ob das jetzt noch eine Rolle spielt, wenn der jetzt da gleich rüber rennt. Müssen wir mal gucken. Der Boss ist hier unten. Er ist in der Pampe drin. Ich hoffe, er rutscht noch aus. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Baldur's Gate 3 reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Ihr könnt gerne Kommentare benutzen, um mir Tipps zu geben, wie man diesen Kampf eventuell auch noch absolvieren kann. Ob man ihn vielleicht gar nicht absolvieren muss. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall, ja, müssen wir jetzt schauen, dass wir das schaffen. Und ich beende jetzt hier mal den Zug. Kann sein, dass wir durchaus den Kampf auch nochmal neu starten müssen. Wir werden sehen. Was macht er denn jetzt? Ausrutschen. Sehr gut. Er ist ausgerutscht. Ich werde wahnsinnig. Okay, jetzt nicht nervös werden. Wir könnten natürlich nochmal so einen Zauber hier direkt nebenan machen. Weil der will nämlich hier zu dieser Leiter, glaube ich. Der will zu dieser Leiter dahin. Da oben ist auch diese Pampe. Sehr schön. Er wollte nur ein Stückchen drüber, glaube ich, ist auch ausgerutscht. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Egal. Ja, ein kritischer Treffer. Oh, Gott sei Dank. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. So, sie kann jetzt auch auf ihn schießen. Warte mal. Es gibt noch andere Angriffe, die sie machen kann. Sie kann zum Beispiel Heilige Flamme machen. Hervorrufung, Zaubertrick. Hülle ein Ziel in flammenartiges Gleißen. Ich glaube, wir probieren das mal. Das hat immerhin 3 Schaden gemacht. Bevor sie gar keinen Schaden wieder macht mit ihrer komischen Fernattacke, macht sie lieber 3 Schaden als gar keinen. Würde ich sagen. Und er kann jetzt nochmal einen Fernkampf machen. Und damit haben wir ihn schon mal ganz gut angefragt jetzt. Der hat jetzt nur noch 28 HP, alter Schwede. Jetzt muss er wieder aufstehen. Und jetzt kann er erst weiterlaufen. Und jetzt will... Genau, der will nämlich hier zu der Leiter hin. Genau. Alles klar, okay. Ach du Sch... Alles klar. Moment mal bitte. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir ja wieder da rauslaufen erstmal. Und heilen müssen wir uns vor allem. Das kann ja was werden. Hier mal allen helfen. Hilf ihm mal. Genau, damit der da nicht rumliegt jetzt. Ach du meine Güte, das habe ich nicht berücksichtigt, dass der so eine Range hat, wenn der da seine Attacke macht, ey. Ganz heftig. So, sie muss jetzt mal dringend Leute heilen. Also insbesondere vor allem sie hier. Ach du meine Güte, okay. Heil sie mal. Sie muss auf jeden Fall als Nahkämpferin, muss sie auf jeden Fall Maximum aufgeheilt sein. So hoch wie möglich. Er müsste eigentlich einen Heiltrank nehmen. Er hat aber leider keinen. Wer ist denn hier der nächstgelegene Gegner? Da hinten ist einer. Und da sind 2 noch. Können wir zufällig uns irgendwie so in so eine Ecke zurückziehen vielleicht? Vielleicht erstmal so ein bisschen hier hingehen noch. Weil der muss jetzt ja wieder nach unten erstmal. Oder... Ah, nee, muss er nicht. Er kann werfen. Das ist natürlich uncool. Maximal uncool. Und da kommen die anderen. Ganz klasse. Okay. Ich glaube, das wird nichts. Ohne Witz. Verwünschte Weisheit. Na toll. Ich glaube, das wird nichts. Und der kann jetzt von da hinten schießen. Ja, okay, Fehlschlag, das ist schon mal gut. Die Frage ist jetzt... Jetzt müssten wir eigentlich den da umbringen, aber wir müssen eigentlich uns auch auf den Boss oben konzentrieren. Ah, 16% Nachteil, dein Ernst? Nee, das klappt nicht. Da müssen wir hier jetzt erstmal den hier platt machen. Fehlschlag, na toll. Na, klasse. Ja, du heilst dich mal direkt nochmal. Dann hast du wenigstens schon mal die Möglichkeit, hier nochmal ein Schild zu wirken. Und dann rennst du mal zu ihm rüber und versuchst ihn noch aufzuheben, wenn der gleich die Runde beendet ist. Dann ist sie auch ein bisschen in Deckung.
Schade, dass wir den nicht noch aufhalten konnten, den Boss. Dass der da noch hochgeklettert ist. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. So, warte mal. Er kann eigentlich da ganz hinten runter. Da müsste der Boss ihn eigentlich nicht treffen können schon mal. Das ist schon mal gut. Dann kann er von da nämlich noch ein paar Zauber wirken. Vielleicht eine einfache Illusion erzeugen. Das wäre doch eine Idee. Lol, was ist das? Eine Katze! Oh Mann, ey. Ja, schön. Okay, ist okay. Vorwärtsmarsch. So, ist der jetzt gestorben? Nee, oder? Kritischer Fehlschlag ist schon mal gut. Kritischer Treffer ist schlecht. Ganz schlecht sogar. Der Zauberer ist tot. Na toll. Dann greif an. Hilft ja alles nichts. Müssen angreifen, müssen angreifen. Und heil dich mal so. Jetzt kannst du noch mit dem Knauf zuschlagen. Nee, kannst du nicht. Schubsen kannst du auch nicht mehr. Ja, dann ist egal. Ihn können wir ja jetzt nicht mehr aufheben, oder? Ah, doch. Es geht noch. Okay, dann kann sie ihn nämlich auch gleich noch heilen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, sie ist ja fast selber noch geheilt. Das ist ja, wie sie da durchhängt, ey. Unglaublich. Ach, komm, ey. Alle auf den Zauberer, oder was? Nicht euer Ernst. Das ist aber auch so eine Sauerei, ne? So eine elendige Sauerei. Warte mal, jetzt könnten wir nochmal diese Schweinepampe machen, eigentlich. Hier, warte mal. Wenn wir das so machen, dann sind unsere Leute nicht mit drin. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Aura der Führung. Okay, Gale, 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 Gale. Gale kann gar nichts machen. Nicht genügend Ressourcen, Aktionen. Ja, warte mal. Kann er vielleicht wenigstens einen Heiltrank noch kriegen von irgendwem? Hier, guck mal. Wir haben doch noch das hier. Dann kann er das nämlich gleich mal trinken. Dann ist er nämlich wieder geheilt. Ach komm, ey. Nicht dein Ernst. Ein ablenkender Schlag mal. Auf den da. Okay, der ist immerhin schon mal platt. Das war schon mal gut. Und dann können wir doch auf den hier nochmal so einen Knockout machen. Rettungswurf gelungen, Knaufschlag. Hat er immerhin schon mal Schaden gekriegt. Ist auch schon mal gut. So, und sie muss eigentlich jetzt wieder heilen machen. Aber kann sie nicht. Okay, dann hau drauf auf den. Zauber, platt gemacht. Eiskalt abserviert. So muss das sein. Und Imshen, er kann jetzt mal, er macht von mir aus jetzt mal einen Fernkampf. Nice, okay, noch einen platt gemacht, sehr schön. Warte mal, nochmal ganz kurz wegen Heiltränken nochmal gucken. Er hat keinen Heil, doch, er hat doch einen. Warum kann ich den nicht benutzen? Warte mal, Getränktaf. Ah doch, ich kann den benutzen, okay, gut, ich kann den benutzen, alles gut. Alles gut, alles cool, alles nice, alles super, alles feini. Richtig cool. Warte, dann beende die Runde. Der kann da oben nichts machen, der Idiot. Der hat sich da jetzt hinbegeben und ist da jetzt stuck. Das ist natürlich super. Warte, warte, warte. Jetzt geben wir ihm nochmal einen Heiltrank. Dann kann der nämlich das Ding trinken. Dann ist er nämlich schon wieder geheilt. Das ist so gut bei dir, Friends. Und dann gucken wir mal, hier oben stand doch noch einer rum, ne? Gucke mal, der da. Grill den mal. Oh, fast, fast komplett zerstört, ey. Nicht schlecht. Okay, der muss rausspringen. Da hat er schon mal Bewegungspunkte verdingelt. Und der da will jetzt schießen wieder, ne? Genau. Ha, Fehlschlag, sauber. Okay, warte, 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 warte. Können wir da jetzt nochmal einen Fernkampf auf den hier oben machen, damit der vielleicht stirbt? Ach komm, ey, das ist doch nicht dein Ernst jetzt wieder. Na gut, warte, dann bleib da mal stehen. Jetzt bring den mal da bitte um da oben. Dankeschön. Nice. Dann haben wir einen weniger jetzt schon mal, um den wir uns Sorgen machen müssen. So, dann kann sie mal ein Stück vor noch. Und er macht jetzt einfach von hier nochmal einen Fernkampf auf diese Person. Warte mal, wir können auch einen Feuerpfeil nehmen eigentlich. Oder einen Säurepfeil. Das können wir mal probieren eigentlich. Jawohl. Rüstung von irgendwas? Was? Verschont niemand. Er gibt einfach Befehle vom Spielfeldrand. Das ist halt auch geil gerade. Eigentlich.
Steht sie auf der Pampe eigentlich? Nee, sie steht nicht auf der Pampe, wa? Pass auf, dann mach jetzt einfach mal einen Feuerpfeil. Oh, das war so gut, das war so gut. Geil! Du geiler Sack. Nicht schlecht. So, und dann kann sie sich jetzt nämlich auf den da oben konzentrieren. Auf den Boss. Den Big Boss Ness. Und erstmal einen Fehlschlag produzieren. Hervorragend. Jetzt können sie sich aber alle auf den kondensieren. Das ist natürlich auch super. Kritischer Treffer. Mädel, wo hast du plötzlich den Skill gefunden? In welcher Tasche? In welcher Satteltasche? Nicht schlecht. So, warte. Jetzt muss er mal hier noch ein Stückchen nach vorne, damit er auch auf den schießen kann. Schießt auf ihn. Ach, Fehlschlag. Ja, bleibt da stehen. Ist egal, der kann eh nichts machen. Ist auch geil. Jetzt hängt er da oben fest. Hier, weicht ihn ein. Ja, treffen müsst ihr schon. Das kann ich euch nicht abnehmen. Mal vielleicht einen Schenkelschuss probieren. 40%. Fehlschlag. Ja, ist halt nicht einfach von da unten. Ist halt eine niedere Position, ne? Müssen wir uns halt so... Kritischer Treffer. Nice. Alter, sie rockt richtig weg jetzt gerade alles. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, kann ich da jetzt nur sagen, ja. 50%. Ja! Komm, noch einmal 5 und dann haben wir's. Sterbt. Heute nicht, mein Freund. Heute nicht. Ja! Ja, wir müssen uns den Leichnam angucken. Da ist noch ein Parasit drin, definitiv. Wie bei der Priesterin schon. Okay, jetzt müssen wir aber erstmal speichern. Denn ich glaube, das kriegen wir nicht nochmal so hin, meine lieben Freunde, dass der sich da oben verbuggt. Aber was für eine Aktion, wie er uns runtergekickt hat. Oder? Richtig krass. So, warte, jetzt können wir die Kräfte vereinen. Ah, die haben ja alle Level ab. Warte mal, das ist gut. Können wir gleich mal machen. Kriegen sie mehr HP und so. Das war unglaublich gut. Entscheidung ausstehend. Was ist das hier? Taumaturgie. Verwandlung Zaubertrick. Du bist... Bei Einschüchterung und Auftreten wirft mit dem Vorteil. Licht. Verleihe einem Objekt eine Aura aus Licht. Klingenbann. Erleide nur den halben Schaden durch Hiebstich und Wuchtangriffe. Flammen erzeugen. Eine Flamme in deiner Hand erhält... Nee, wir machen mal das hier. Das ist, glaube ich, gut. Und dann haben wir hier noch Talent. Wähle ein Talent. Ach du meine Güte. Schauspieler, wachsam, Athlet, Stürmer, Defensivduellant. Alter, Gewölbeforscher, was? Du bist bei Wahrnehmungswürfen und Entdecken versteckter Gegenstände im Vorteil. Widerstandsfähig. Deine Konstitution wird um 1 erhöht. Du erhältst bei jeder kurzen Rast alle Trefferpunkte. Das ist für sie natürlich gar nicht schlecht. Was haben wir denn da noch? Meister schwerer Waffen. Elementarer Adept. Deine Zauber ignorieren Resistenzen gegen die gewählte Schadensart. Wenn du Zauber dieser Schadensart wirkst, kannst du außerdem keine 1 würfeln. Aha. Puh, oh Gott, Jesus Christ, Magiertöter. Wenn eine Kreatur in einer Nahkampfreichweite einen Zauber wirkt, bist du bei einem Rettungswurf dagegen im Vorteil und kannst eine Reaktion verwenden, um sofort einen Angriff auf den Zauberwirker auszuführen. Pff, krass. Leichtfüßig, mittelmäßig gerüstet, Unterhalter, Stangenwaffenmeister, belastbar, Ritualwirker. Wächter, Scharfschütze, Schildmeister. Gibt es doch irgendwas zum Heilen? Kampferprobter Zauberwirker. Du bist bei Rettungswürfen zur Aufrechterhaltung der Konzentration auf einen Zauber im Vorteil. Gibt es irgendetwas, das in die Richtung Heilung geht? Druide? Nee, warte mal, Kleriker war das. Sie ist ja Kleriker. Erlerne 2 Zaubertricks und einen Zauber des... Ja, das machen wir mal hier. So, da müssen wir noch Zauber auswählen. Ja gut, da können wir halt nur die beiden machen. Und dann hier unten, da machen wir mal den Heilungszauber, würde ich sagen. Schade, dass wir hier nur die beiden machen, weil die sind irgendwie sinnlos. Bestimmt gibt es da noch eine bessere Option. Da ist jetzt so viele Optionen. Okay, mal gucken, was jetzt bei den anderen noch kommt. Mal gucken, ob das jetzt da auch so komplex ist bei denen. Magier Stufe 4. Bestimmt kann der jetzt auch nochmal sich ausdifferenzieren. Ja, kann er tatsächlich. Er kann sich ausdifferenzieren. Okay. Magier-Tricks auswählen. Schockgriff? Freunde, du bist bei Charisma-Würfen gegen eine nicht feindlich gesinnte Kreatur im Vorteil. Nee, warte mal. Was ist das hier? Säurespritzer. Das ist vielleicht mal ganz spannend. Ich glaube, wir machen mal den Säurespritzer tatsächlich.
Und dann müssen wir hier noch was auswählen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie wär's denn mal mit der Dolchwolke? Nee, warte mal. Jetzt müssen wir genau überlegen, was wir da jetzt machen. Genau, das Netz. Das ist vielleicht eine gute Idee. Und dann vielleicht noch was für einen Fernkampf. Melfs Säurepfeil ist doch mal was Schönes. Das können wir mal machen noch. Lass das mal machen. Entscheidung ausstehend. Ah, jetzt müssen wir noch ein Talent auswählen. So, er ist ja Magier. Magiennovize, machen wir das mal. Dann können wir nämlich noch mehr Zauber auswählen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht bei ihm. Guck mal, da können wir nämlich noch den hier machen. Und dann machen wir noch zielsicherer Schlag. Und hier unten machen wir noch das mit den Schweinen hier. Das war immer sehr gut. Das wählen wir jetzt einfach aus. Und dann passt das. Bam. So, noch also sie hat noch ein Level up. Mein Hauptcharakter hatte diesmal kein Level up. Vielleicht braucht er noch einen Moment. So, sie ist Kämpfer, genau. Ah, sie kann auch ein Talent auswählen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Widerstandsfähig. Du erhältst bei jeder kurzen Rast alle Trefferpunkte zurück. Das ist natürlich praktisch, bei kurzen Rast alles wieder zurückbekommen. Meister schwerer Waffen. Meister der Kampfkunst. Erlerne zwei Manöver der Kampfmeister-Unterklasse und erhalte dazu einen Überlegenheitswürfel. Nach Beenden einer kurzen Rast oder langen Rast erhältst du deine verbrauchten Überlegenheitswürfel zurück. Okay, was haben wir denn da? Zwei passive Talente. Guck mal, das ist ja das, wo wir auch schon was ausgewählt haben. Wenn wir da noch ein bisschen mehr dazu machen, ist das sicherlich gut. Riposte, passives Merkmal. Wenn eine feindlich gesinnte Kreatur dich in einen Nahkampf verfehlt, kannst du einen Überlegenheitswürfel nutzen, um mit einem mächtigen Schlag zu antworten. Ja, auf jeden. Fällender Angriff. Verbrauche einen Überlegenheitswürfel, um zusätzlich Schaden zu wirken, um das Ziel möglicherweise umzustoßen, sodass es liegend ist. Ja, das ist auch gut. Präzisionsangriff wäre natürlich auch gut. Aber ich glaube, so passt das. Machen wir das so. Da gibt es auch ganz viele andere Sachen, ja. Aber ich habe mich jetzt mal dafür entschieden, weil das eh schon so ein bisschen in die Richtung der Figuren geht. Genau, jetzt müssen wir mal irgendwie eine Rast machen. Eine kurze Rast am besten. Hervorragend. Da sind sie nämlich alle schön gehalten. Jetzt speichern wir nochmal, weil jetzt müssen wir mal das abhaken, dass wir das hier gemacht haben. Genau. Und jetzt müssen wir die Nasen hier alle noch plündern, glaube ich. Das habe ich nämlich schon wieder vergessen, weil schon wieder so viel ansteht. Hier haben wir Proviant. Hier haben wir Ringe und alles Mögliche. Hier nochmal so ein Ding. Ah, was ist das? Ein Helm. Das ist auch gut, glaube ich. Und wir müssen die Leiche von dem Boss nochmal untersuchen, definitiv. So, guck mal, ob hier noch was ist. Was ist hier mit dem Gedankenschinder? Wie die immer nicht plündern. Die, weißt du, die verhören den, lassen den sterben, aber plündern den nicht. Oh, da oben. Stopp, 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 stopp. Haben wir jetzt nie gesehen, dass da noch einer ist? Mist. Ich dachte, wir wären schon clear hier. Na toll, jetzt geht das wieder los. Kritischer... Oh, fast tot. Nicht schlecht. Das war gut. Vielleicht macht jetzt mein Charakter auch noch ein Level up. Wenn wir den denn platt kriegen würden, natürlich. Ja, yep. Und er hat einen Stufenaufstieg. Sauber, okay. Kann sie ihn nochmal heilen, bitte? Das wäre eigentlich mal schön. Sehr schön. Okay. Aufstieg, meine lieben Freunde. Der Emo-Gnom Tarf hat einen Aufstieg. Oh, da kommt ganz viel jetzt zusammen. Was haben wir denn? Schurke, genau. Er hat jetzt die Möglichkeit, einen weiteren Zauber auszuwählen. Dann nehmen wir mal sprühende Farben. Und bei Talent, so jetzt wird's interessant, er ist ja ein Schurke. Armbrustexperte, defensiver Duellant, Gewölbeforscher wäre bei ihm natürlich interessant, weil dann hat er nämlich Wahrnehmungswürfe und Rettungswürfe bei Fallen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht für ihn. Glückspilz, drei Glückspunkte, die du nutzen kannst und bei Angriffsattributs oder Rettungswürfen im Vorteil. Das ist auch gut. Das ist auch richtig gut. Ansonsten hätten wir noch, was ist geübt? Du bist bei drei Fertigkeiten deiner Wahl geübt. Zäh? Oh, nee, das ist mehr für Kämpfer. Glückspilz wäre vielleicht eine Idee. Dann wird ne, wenn er angegriffen wird, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Gegner Angriff fehlschlägt. Ich glaube, das ist gar nicht mal so doof.
Gerade wenn es in die Kämpfe geht. Klassenmerkmale, genau. Glückspilz und Glückspilz. Machen wir das mal. Aber das mit der Wahrnehmung wäre auch cool gewesen eigentlich. So, gut. Rauf zum Boss. Wie gesagt, wir müssen die Leiche vom Boss noch plündern. So, gehen wir mal wieder hier rüber, über das Eck. Kühe schubsen, ja genau. So, dann mal rauf. Da müssen eigentlich nicht alle mitkommen, aber ist egal jetzt. Ist jetzt zu spät. Wie sie sich alle da unten jetzt drängeln. Sehr schön. Ach ja, genau, in die Kisten müssen wir noch gucken. Genau, die Kisten, stimmt. Die stehen ja da immer noch rum. Die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Okay, ist leider nichts drin. Warte mal, da war noch eine. Silber, okay. Es ist Silberzeugs. Und ein Pilz in der Ecke. Ich glaube, der Pilz ist für Alchemie wichtig. Rezept freigeschaltet, Drachenei-Pilztasche. Sehr gut. Ah, da hinten ist noch was. Kommen wir da hin? Das kann sein, aber ja, da müssen wir gucken, wie wir da wieder zurückkommen. Das ist eher so die Frage. Hier gibt es ja auch noch dieses Artefakt. Dieses Nachtlied. Das haben wir ja auch noch nicht gefunden. Ich wollte noch mal dran erinnern, falls ihr das vielleicht schon wieder vergessen haben solltet. Ich hätte es nämlich auch beinahe vergessen, tatsächlich. So, dann lasst mal hier rüberlaufen noch. Wir müssen erstmal zu der Leiche von dem jetzt. Wir müssen erstmal, wie viel kann der eigentlich noch tragen, der Tarf? Warte mal, wir müssen dem mal ein bisschen was rausziehen hier. Der hat zu viel Zeug dabei. Der hat definitiv zu viel Zeug. Hier, das ganze Zeug, das kann mal hier die andere hier mal tragen jetzt. Ganze Silberzeugs. Und hier das Schwert und sowas. Und den Helm. Ah, warte mal, genau, der Helm. Rettungswürfe, Konstitution plus 1. Geben wir ihr mal diesen Helm. Ich glaube, das ist besser. Und dann kriegt Gail nämlich den Helm hier. Warte mal, mach den Helm mal aus. Dass wir den nicht sehen müssen. Genau. So, jetzt nochmal auftrennen die Nasen. Und dann spring du mal da nochmal hin. Wie der da hängt. Ist auch geil. Okay, wir haben einen Schlüssel. Was ist das? Gedankenschinder Parasitenexemplar. Sehr nice. Achat, ein Ring. Glaubensbrecher. Schriftrolle mit Toten sprechen. Und Gold. Nice. Meine lieben Freunde, jetzt läuft's hier. Dann springen wir wieder zurück. So, jetzt haben wir ja im Grunde eigentlich hier, also bis auf die Drow, haben wir, also die Drow ist da hinten. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wenn wir jetzt hier die Treppe runtergehen, dass wir da jetzt nicht große Gegenwehr bekommen. Nochmal einen Spielstand anmachen. Hier, gehen wir mal runter. Einfach mal das Elixier der Giftresistenz geschnappt. Ah, ne, guck mal, die ist gar nicht mehr da. Okay. Interessant. Was hat's denn da liegen? Schriftrolle verschwimmen. Ich glaube, wenn wir die jetzt nehmen, ist auch egal. Kriegskarte. Elegante Federstriche stellen eine Karte der nahen Umgebung dar. Die Goblinhöhle ist unauslöschlich mit grünlicher Tinte markiert. Das Wort Tiontar schlängelt sich unten entlang, wo der größte Fluss seinen Lauf hatte. Drei zusätzliche Orte waren markiert. Karawane Goblins, Zollhaus Knolle, steht ganz im Norden geschrieben. Waldvorräte steht über einem Pfeil, der in den Wald zeigt, direkt östlich vom Lager. Ich glaube, das wird jetzt auf unserer Karte markiert, kann das sein? Weiß ich nicht genau, kann durchaus sein, dass sowas dann markiert wird. Was ist hier oben noch? Heiltrank, oh ja, hol mal den Heiltrank da oben raus. Wenn wir eine Sache gut gebrauchen können, dann das. Und hier ist noch eine kleine Kiste. Die müssen wir noch aufmachen. Gold und nochmal Schuhe. Wasserfunkler. Wenn der Träger seinen Zug auf einer elektrifizierten Oberfläche beginnt, erhält er drei Blitzladungen. Wenn der Träger beim Kampf ins Wasser geht, wird er elektrifiziert. ja, ach, nehmen wir einfach mit. Das kann der Gel dann aussaugen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist, ehrlich gesagt. So, das ist es doch gewesen, oder? Jetzt müssen wir die Drow noch umbringen. Das ist jetzt so die Frage. Wo ist die Drow? Fluch des Vampirs. Was? Lauscht genau und hütet euch vor dem Vampir. Hütet euch vor seiner kalten Schönheit. Hütet euch vor seinem Charme. Hütet euch vor seinem Fluch. Vor allem aber hütet euch vor dem fahlen Adligen. Denn der Vampir erträgt es nicht, zum Pöbel zu gehören. Wie schützt man sich vor der Bestie? Geht nicht in dunkelster Nacht aus. Denn diese Nächte
liebt der Vampir mehr als alle anderen. Wenn ihr aber ausgehen müsst, tut es bei Mondschein und seid auf der Hut. Tragt stets den Segen und die Zeichen eures Gottes bei euch. Denkt aber daran, euer Zuhause ist eine Festung, wenn es gut geschützt ist. Wenn es des Nachts klopft, seid auf der Hut. Lasst keine Fremden ein. Ist es ein Freund, so betrachtet ihn genau. Ist er blass und bleich? Seht ihr Male an seinem Hals? Seht ihr Schmutz an seiner Kleidung? Wenn sein Begehr nicht äußerst dringlich ist, schickt alle fort, außer engsten Vertrauten. Und wenn die Bestie einen Weg in euer Heim findet, flieht. Lasst Liebe und Familie zurück. Ihr werdet sie nicht retten, wenn ihr kämpft. Ihr werdet sie nicht wiedersehen. Sie aber werden euch sehen, fahl und lächelnd, und euch zu sich in die Nacht rufen. Na toll. Das sind ja tolle Aussichten, ey. Das hat ein Optimist geschrieben, definitiv. So wahnsinnig optimistisch habe ich ja schon lange keinen Text mehr gehabt hier. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da noch die letzten Kisten aufmachen, würde ich sagen. Ich möchte da schon noch mal gucken, was in diesen Kisten ist. Uns fehlt immer noch dieses Artefakt, Mann. Warte mal ganz kurz. Da unten sind ja noch die Spinnen. Die haben wir ja dieses Mal nicht, da ist auch noch ein Höhleneingang. Hier oben haben wir ja noch, guck mal, da ist noch und ach, da stimmt, da ist ja die Schatzkammer. Ah, der hat doch den Schlüssel, der Boss. Warte mal ganz kurz. Das ist der Schlüssel für die Schatzkammer. Den haben wir doch gerade gekriegt, oder nicht? Rein da, rein da, rein da. Yes! Oh, Baby! Checkpoint! Wir sind reich! Reich, reich, reich. Seht euch diesen Reichtum an. Oh mein Gott! Ran da! Okay. Amulett der Auserwählten von Selune. Was ist das? Hervorrufungszaubertrick. Selunes Träume. Infernalisches Eisen. Dieses schwarze Metallstück glänzt rötlich, ganz leicht in welchem Licht. Wenn du es berührst, hörst du in deinem Kopf entfernte Schreie. Ja, mitnehmen. Handschuh des grummelnden Verlierers. Tapferkeit des Unterlegenen. Der Träger ist bei Nahkampfangriffen im Vorteil, wenn er von zwei oder mehr Gegnern umzingelt ist. Okay, Stiefel des Frühlingsschritts. Schnelle Schritte. Wenn der Träger im Kampf spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt, erhält er 3 Züge lang Wucht. Boah, Alter, 525 Gold. Nice. Und dann hier nochmal ein Achat. Aber das Nachtlied ist immer noch nicht da. Alter, der, wie das Gold plötzlich komplett weg ist. Einfach so butsch und dann ist es weg. Wir haben einen Schatz geplündert, meine lieben Freunde. Nicht schlecht. Oh, Würste, Würste! Meine lieben Freunde, guckt euch das an. Rippchen, Würste und ein gegrillter Schweinebauch auch noch. Es, wir sind... Guckt euch das... Guckt euch doch das an, was hier abgeht. Guckt euch das... Das können wir alles gar nicht essen, ey. Ohne Witz, guckt euch das doch an. Ja, und hier noch Gesurf. Wir plündern die... Wir hungern sie aus. Wir nehmen ihnen einfach ihr Essen weg. Zu schwer. Nein, ich bin zu schwer. Ich kann nicht alles tragen. Hier, ihr alle. Ihr kriegt alle Fleisch. Kommt alle hier zu. Ihr nehmt mein Fleisch. Wo ist es denn jetzt? Ich sehe es gar nicht. Hä? Wo ist es jetzt hin? Achso, das wird wahrscheinlich dann irgendwie abgelegt. Hier, hier. Alle mal hier was nehmen. Hier, ihr müsst auch mal hier was anpacken. Hier, kann nicht sein, dass ich hier der Einzige bin, der alles schleppen muss hier. Ist doch nicht... Hier, was wiegt denn hier so viel, ey? Irgendwas wiegt hier voll viel. Ach, der Hammer wahrscheinlich, wa? Ja, der Hammer wird es wahrscheinlich sein. Hier, sie kann auch voll viel mitnehmen hier. Du, nimm mal das hier noch so. Alter Schwede, ey, krass. Das Gold wiegt bestimmt auch, oder? Ja, guck mal. Das wiegt 1 Kilo oder so. Ich weiß nicht, ob das Kilo sind, aber es ist auf jeden Fall ein Gewicht. Nice. Okay. Soll erst mal reichen, oder? Irgendwas macht noch sehr viel Gewicht. Dunkler Verstand. Hier, das kannst du mal nehmen, den dunklen Verstand. Da bin ich gleich noch ein bisschen leichter, genau. Noch mehr Würste? Noch mehr Würste? Nee, Würste sind, glaube ich, jetzt aus. Okay. Dann haben wir sie geplündert, aber so richtig, meine lieben Freunde. 525 Gold war ja nicht gerade viel. Naja gut, wenn du bedenkst, dass wir auf dem ganzen Weg, den wir bisher zurückgelegt haben, so um die 200 bis 300 Gold gesammelt haben, das ist schon mehr als... Also es ist schon das Doppelte von dem, was wir auf dem Weg hierher so gefunden haben. Also das ist schon gar nicht so schlecht, ja. Zumal wir ja von dem Gold auch wieder Dinge kaufen können, wie Heiltränke und sowas, die uns ja dann wieder einen Vorteil bringen auch.
Also das ist schon ordentlich, würde ich mal behaupten jetzt. Kann sich schon sehen lassen. Open up. Ich soll eine lange Rast machen. Die Zauber sind aber alle noch... eine Bombe und nochmal ein Schlüssel, okay. Für was ist der Schlüssel? Fallen für Rüns. Die dreiste Türgar. Ne, das lesen wir jetzt mal nicht. Der Schlüssel ist bestimmt für die Spinnenhöhle. Wir haben aber immer noch nicht das Nachtlied gefunden. Gold in Aktien investieren. Haha, ja, wenn das gehen würde, das wäre natürlich richtig geil. Würde ich sofort machen, aber das Problem ist, geht wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das investieren kann hier in der Welt. Müssen wir mal gucken, ob es da was gibt. Hier sind bestimmt auch noch welche. Was ist denn eigentlich mit ihm hier? Ist der noch da jetzt? Nee, der ist ausgeflogen. Aber warte mal, ist das ein Heiltrank? Ja, das ist ein Heiltrank. Lass den mal noch mitnehmen. Nimm das mal da mit. Einfaches Gift können wir auch noch mitnehmen. Schrift der Willigen. Ehrlichkeit, Liebe, Zorn. Viele Eigenschaften sind göttlich. Nur eine gibt es, welche wir besitzen, die Götter jedoch nicht. Schmerz. Unsere heiligste Herrin lädt uns ein, das zu genießen, was uns sterblich macht, den Schmerz zu empfangen, auf das sie in dem Wissen auf uns herabblicken kann, dass wir wirklich leben. Denn was ist das Leben ohne den Stachel der Qual, ohne die Pein eines gebrochenen Herzens? Ein ungelebtes Leben wäre dies. Wie Kirk einst sagte, ich brauche meinen Schmerz, um zu wissen, wer ich bin. Ein vergeudetes Leben, das sich den Freuden der Welt verweigert. In Lyovatas Namen... Nee, Loviatas Namen bitte ich euch zu leben. Eure Nägel in eurer Haut zu graben und zu wissen, dass ihr am Leben seid. Zu wissen, je größer der Schmerz ist, desto erhabener ist das Leben. Ob der Schmerz durch Klauen entsteht, durch die Geißel oder eine Sehnsucht in eurer Seele. Wisset, die Maid wacht über euch. Sie sieht euer Leid. Na toll. Und sie liebt euch dafür. Ich weiß nicht, ob ich mir davon was kaufen kann, ehrlich gesagt. Wo wird es dieses Nachtlied geben? Er hat ja gesagt, die Goblins haben keine Ahnung, dass sie es haben. Und sie wohnen quasi direkt drauf. Also es ist direkt vor ihrer Nase und sie ignorieren das komplett. Ist es vielleicht hier auf diesem Altar irgendwo? Oder vielleicht doch bei den Spinnen unten. Ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das ist, zu den Spinnen runterzugehen. Aber es wird wahrscheinlich nicht einfach so rumliegen. Ich schätze mal schon, dass wir das irgendwie noch erkämpfen müssen. Bei irgendwas, bei irgendwem. Mal gucken, ist hier was jetzt? Nee, jetzt müssen wir ja eigentlich noch raus, ne? Wir müssen ja irgendwie noch aus der ganzen Nummer auch rauskommen. Muss ja irgendwo einen Ausgang geben. Ich glaube, wir probieren mal unser Glück da unten bei den Spinnen. Bei den Spinnen gibt es auch Loot. Ja, ich glaube auch. Jetzt ist halt die Frage, oder? Wir können ja, bevor wir aufschließen, eigentlich die Spinnen von oben abschießen, oder? Das müsste doch gehen. Hier, was ist denn damit? Alchemistenfeuer. Das können wir doch mal auf die werfen, oder? Initiative, Kampfbegehr. Ja, guck mal, die können nichts machen. Ja, die greifen das Tor an, okay. Ah, und sie wollen uns einspinnen. Ich glaube, die spinnen. Ja, er hat aber noch keinen Damage gemacht, alles. Alles noch gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die beschießen können. Also an die Spinne kommen wir schon mal ran, das ist schon mal gut. Kannst du da rauslaufen? Rettungswurf gelungen, Netz, das ist schon mal gut. So, Gale, kannst du das machen? Das wäre gut, weil dann können wir nämlich die nochmal anzünden auch. Achso, das ist ja gar nicht Gale. Mist. Ist er eingesprungen? Kann er sich jetzt nicht mehr bewegen? Ja, tatsächlich. Mist. Und sie ist ja schon verwendet. Nee, warte mal, das ist ja gar nicht Gale gewesen. Moment. Haben wir hier noch... Ah, guck mal, wir haben doch jetzt hier dieses Ding. Bewegungskosten verdoppelt, schwieriges Gelände. Nee, eigentlich 100%. Nee, warte mal. Du sollst die Spinne anvisieren, nicht die Wand. Verdammt nochmal. Ja, toll. Du sollst die Spinne anvisieren, Herrgott, nochmal. Aber ich glaube, er hat da irgendwas anderes weggeätzt gerade. Die Spinne hat, glaube ich, so einen Schutz gesponnen. Kann das sein? Irgendwas hat die da gemacht. Wow, Fehlschlag. Was war das? Brennbar? Brennbare Haare. Brennhaare. Na, das ist ja mal was. Wen haben wir denn jetzt hier? Das ist sie. Okay. Kannst du da nochmal auf die schießen? Das war sehr gut. Das war ganz ausgezeichnet. Mach doch vielleicht nochmal einen Zauber auf dich.
So, er sollte eigentlich, ach, weißt du was, komm, mach so ein Ding. Das war so gut, das war so hervorragend, das war so ausgezeichnet und brillant. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, pass mal auf jetzt. Mal aus dem Netz rausspringen vielleicht. Weil dann kann sie nämlich von da angreifen. Guck mal, das passt, glaube ich. Die Spinne versucht ja immer noch das Eisentor platz. Guck mal, sie hat noch gar keinen Schaden am Eisentor gemacht. Also. Das ist auch gerade ein bisschen gemein, wenn ich ehrlich bin. Aber was soll man machen? Wir wollen ja nicht angegriffen werden von denen, ne? Ja. Mittlere Zähigkeit. Die kriegt das Tor nicht kaputt. Das ist schon ein bisschen gemein gerade. Fehlschlag, schade. Hätte bereits zu Ende sein können jetzt. Aber egal. Schafft er das? Was? Tuff hat Fernangriff bei Größe Spinne benutzt. Tuff braucht 14 für einen Treffer. Ergebnis 10. Glückspilz. Ah, guck mal. Das war gut. Hat er mit seinem Glückspilz-Fähigkeit noch was rausgeholt. Und jetzt müsste sie eigentlich den Todesstoß setzen. Nice. Guckt euch das an. Ist das geil oder ist das geil? So, lauft doch nicht alle wieder durch das Netz. Ihr seid auch bescheuert, ey. Wie sie alle wieder ins Netz reinrennen. Alle mal da raus. Oh Mann, ihr Spinner. Alle runter. Alle mir nach. Und jetzt schließt man hier die Tür auf. Das, wir haben ja den Schlüssel jetzt dafür. Das müsste jetzt ja eigentlich gehen. Hä, nee. Offensichtlich nicht. Schloss knacken? Hä, wer hat denn da den Schlüssel dafür? Wir müssen doch denjenigen schon längst umgebracht haben eigentlich. Also ja, ist egal. Ich knack das Schloss einfach sowas von weg. Das Schloss ist überhaupt kein Hindernis. Guck mal. Vielleicht ist das Nachtlied ja hier unten. Da ist ja auch einer runtergeschmissen worden. Was haben wir hier? Seidendrüse. Ich habe erst was anderes gelesen. Wenn da was ist, müsste es eigentlich irgendeiner von denen sehen. Also spätestens der Zauberer müsste es eigentlich sehen. Der Gale. Sieht aber eher mau aus. Lass mal da reingehen in die Höhle. Gespeichert habe ich da. Geschändeter Tempel. Das klingt gut. Geschändete Tempel, da bin ich dafür. Jetzt müssen wir nur gucken, wie es hier weitergeht. Hier ist nämlich irgendwie schon Ende. Nicht erreichbar. Nicht erreichbar. Ach, das ist das Verlies. Ich muss dazu sagen, wir hatten das mit der Priesterin schon mal gemacht. Im Early Access. Und da konnte man sich gefangen nehmen lassen von der Priesterin, von der Gut. Und dann war hier nämlich an der Stelle war das Gefängnis. Vor dem Goblin-Altar. Kannst du da in der Mitte die Lampe auf den Boden schmettern? Vor dem Goblin-Altar, die Hängelampe. Aber welcher Altar denn jetzt nochmal? Blöd gefragt. Ah, stimmt, dahinter ist ja noch eine Tür hier, ne? Aber kann ich damit was machen? Ah, geteiltes Versteck. La Esel hat. Schmutziger Schlüssel von Tarf über die magische Tasche. Was? Moment. Ach so, die haben da drüben die Tür aufgemacht. Ja, okay, ich verstehe. Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Moment. Wir müssen nochmal hochklettern, glaube ich. Wir müssen uns das nochmal von oben angucken hier. Hier in der Ecke war doch die Leiter, oder? Ich glaube, ja. So, wir klettern jetzt nochmal nach oben. Würde ich sagen. Weil von hier oben können wir vielleicht nochmal Bereiche... Hier, guck mal, hier gibt es nämlich noch Truhen. Ich glaube aber nicht, dass das Nachtlied... Ah, guck mal hier, da ist was Interessantes. Ich glaube nicht, dass das Nachtlied einfach in irgendeiner Truhe oben auf dem Dach rumliegt. Das wäre ein bisschen zu einfach. Aber wir können hier auf die andere Seite noch klettern. Hier rüber gehen. Und können mal gucken, weil hier ist auf jeden Fall irgendwie was. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Markierung, würde ich sagen. Und hier ist auch ein Loch in der Decke. Huch, was jetzt? Oh mein Gott, wer ist das denn jetzt? My, my, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. Ach was. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps.
The mouse smiled rightly. It outfoxed the cat. Was ist Then das jetzt? Down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormyr, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Freut mich. Ich heiße, als habe ich sie gesteuert, deswegen spricht sie jetzt mit ihm. Rede ich mit der Katze oder mit der Maus? Freundliche Worte, aber wenn ihr mir drohen wollt, tut es geradeaus. Charmed, I'm sure. In more ways than one. Ja. We should have a chat, you and I, but not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Was? Moment. Was? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Middle of somewhere. Nettes Deko. Könnt ihr etwas genauer ausdrücken? Bringt mich zurück sofort. The house of hope, where the tired come to rest. Ach du meine Güte. Was passiert hier? Go on, partake. Enjoy your supper. After all, it might just be your last. Ich werde zum Kitrak aufsteigen. Spart euch eure Drohungen. Schade, dass wir das jetzt mit ihr machen. Wie kommt ihr darauf? Eure Spielchen sind so ermüdend. Führt das Theaterstück auch irgendwo hin? Ihn ignorieren und deinen Teller beladen. Ja! Not easily rattled, I see. Good. Makes the next part that much more straightforward. Oh Gott, es ist der Teufel! What's das better Gesicht than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior, that's for certain. Waffe ziehen. Warum glaubt ihr, dass ich gerettet werden muss? Warum wollt ihr mir helfen? Mich schert nicht, wer ihr seid. Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, two tenants. And no solution in sight. I could fix it all like that. Ich würde alles tun, um die Larve loszuwerden. Ich muss darüber nachdenken. Ich bin nicht so irre, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen. And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Okay, der Teufel ist aber echt gut umgesetzt, muss ich mal sagen. Glaubt mir, ich werde zuletzt lachen. I've always wondered what a laughing mind flayer sounds like. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Ich möchte das gerne nochmal machen,
aber mit meinem Hauptcharakter. Ich will wissen, ob da was anderes passiert. Und an dieser Stelle endet diese Folge Baldur's Gate 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Und abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Baldur's Gate 3, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.